Allgemeine. Nach langer Irrfahrt quer durchs halbe Saarland und angrenzender Rheinland-Pfalz sind wir jetzt endlich angekommen, hier am Schieninger Panoramaweg. Ich bin mal gespannt, was uns erwartet und ich freue mich auf den heutigen Tag. Allgemeine. Ursprünglich wollte man an die Mosel, aber heute sind wir irgendwie nicht in die Pötte kommen. Da haben wir entschieden, dass wir den Moorscheider Grenzfahrt wollte gehen. Aber dann haben wir gesehen, dass der eigentlich in derselben Gegend war, ist, wo wir vor Schwuch waren. Ja, dann haben wir uns entschieden für die Wildnistrail zu laufen, weil da ist irgendwas mit Kalkbruch. Sollen wir lieber nicht laufen, sonst sehen wir irgendwie ein bisschen komisch eventuell aus. Und ja, jetzt haben wir hier der Schillinger Panoramafahrt. Wenn er wissen wolle, wie er ist, dann bleiben wir einfach dran. Ne? Also bis später.
Die Frisur sitzt, nicht drei Bettel drauf. Das ist immer Wetter und Marco da hinten, der ist fertig wie die Quetsch. Der kann bald nicht mehr. Der ist so fertig. Naja, war nur Spaß. Aber letzten Endes wollte ich euch noch sagen, dass es ein Arischener Weg ist. Ihr habt ja gesehen, dass es viele offene Landschaften gibt. Man kann eine 3x8 abkürzen, dass man halt ein bisschen mehr als Schleife laufen kann. Man kann halt auch im Kell am See wunderbar einkehren. Dort ist es arisch lecker direkt im Haus am See. Und man hat auf dem Weg eigentlich alles, was man so sich wünscht. Schöne Aussichte, Einkehr, ein See, kleine Bachtäler wie der Nebe und halt auch ein bisschen Wald dabei. Also mir findet die Weh rundum gelungen, auch wie die ganze Beschilderung und halt auch letzten Endes, weil jede Menge Rastmöglichkeiten und auch kleine Bänkchardosen. Ja, mir gibt's da eigentlich nicht das an und hinten dran, der hat bestimmt auch noch was zu erzählen. Wie der Hemm ist es auch beim Wandern, ich habe nichts zu sagen. Aber Sarah hat auch schon alles gesagt, alles tippitoppi. Ich wünsche jetzt euch noch alle schöner Gruß, schöner Tag und Topper, dir auch auf jeden Fall ganz, ganz liebe Grüße. Ne? Bis dann, tschö! Hi, hallo. Wir sind fertig. Nicht fertig wie die Quetsch, aber wir sind da. Jo, wie war der Weh? Das heißt, nee, das kann ich nicht verwenden. Was hätte ich gerade?